Peugeot 3008 Hybrid 4 und 508 RXH, gemeinsam gegen die Umweltverschmutzung. Im Gegensatz zu den anderen Herstellern, geht Peugeot bei der Hybridisierung neue Wege. Bis jetzt haben die Hersteller die Motoren nebeneinander oder hintereinander angeordnet. Peugeot hingegen legt auf jeder Achse einen Motor. Besonders hierzulande ist das ein großer Vorteil, denn neben dem Umweltaspekt kann man nach Belieben das Auto als Zwei- oder Vierradantrieb fahren. Gegenwärtig hat Peugeot dieses Konzept in zwei Baureihen, nämlich im 3008, der die Bezeichnung Hybrid 4 trägt, und dem 508 Kombi, welche dann als RXH bezeichnet wird. Grundsätzlich entsprechen diese zwei Varianten den Originalmodellen, außer bezüglich den Ausstattungen und den Karosserieteilen. Der 508 RXH ist etwas breiter und höher. Was uns in diesem Artikel viel wichtiger erscheint, ist aufzuzeigen, wie die Philosophie und die Fahrweise einer umweltverträglichen und verantwortungsvollen Mobilität sein sollte. Zugegeben, es handelt sich nicht um die ultimative Lösung, und sie ist auch nicht in allen Belangen überragend, aber sie trägt dazu bei, eine Vielzahl von Alltagsproblemen zu lösen. Es ist interessant festzustellen, dass je mehr man diesen Fahrzeugtyp fährt, je mehr lässt man sich zu beobachtendem und vorausschauendem Fahren hinreißen. Denn das Fahrverhalten spielt eine zentrale Rolle für einen tiefen Verbrauch. Jean-Louis Vidal, für Rodent Motor in Juni 2012.